Welt, sagt mir gegrüßt, ich bin der Held der Steine in Frankfurt, meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe aus dem Hause Fantasy. Die 85005, 1600 Teile für 100 Euro, der Retro-Desktop-PC. Ganz genau so ist es, den schauen wir uns zusammen an. Es ist ein großer Spaß. Ihr wisst ja, der alte Mann ist mit so etwas aufgewachsen. Zwar war mein erster PC ein 286er, aber es war genauso ein Desktop-Kollege und mein 286er war von einem CD-Laufwerk noch weit, weit, weit entfernt. Das hier scheint mir etwas potenter zu sein als das, was ich damals hatte. Ich bin dann erst mit dem Desktop-PC auf die 486er und mein erstes CD-Laufwerk gewechselt. Es war eine wunderbare Zeit. Ich habe sie sehr gemocht. Wir gucken mal, was wir hier haben. Wir gehen durch die Abenteuer durch. Ich freue mich sehr. Erstmal haben wir hier die Kiste. Sehr stabiler Karton, gescheit mit einem Siegel zu öffnen. Das passt alles. Ihr seht genau, worum es geht. Ein bisschen klassisches Design. Mir gefallen auch die Farben. Erinnert mich fast noch ein bisschen an eine noch... Es ist fast so ein bisschen Atari-Design-Gegend, oder? Könnte sogar noch ein bisschen älter sein. Finde ich aber ganz gut. Ist ja auch die Retro-Collection. Das passt schon. Die Abenteuer Rückseite. Nichts, von dem man sich fürchten müsste. Da seht ihr, was wir gleich alles an Abenteuern anzuschauen haben. Ein wichtiger Punkt. Hier seht ihr Siegel und so weiter. Sehr schön. Go Bricks, es sind die besten Steine am Markt und wir haben Pad Printing. Wir haben aber nicht ausschließlich Pad Printing. Es gibt auch Aufkleber. Zeige ich euch. Wir haben eine Anleitung. Ist in der Box ein bisschen kaputt gegangen, die lag da lose drin. Es sind 9 Bauschritte, es gibt keine Probleme. Also da, es gibt Probleme, aber im Set, die sind bunt. Alter Schwede, ist das bunt. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Es sind die einzigen bunten Sektionen, aber trotzdem möchte ich sie euch zeigen. Anleitung ist okay von der Dicke her. Es könnte noch ein bisschen knackiger, glaube ich, sein. Ich hätte kein Problem mit noch ein paar mehr Bauschritten pro Seite, aber das passt schon. Genau, und dann messen wir doch mal den Spaß aus, damit wir wissen, worüber wir gleich sprechen. Das ist ja auch alles, was ihr bekommt. Seht ihr auch gleich den Lieferumfang. Wir haben ein kleines Mauspad mit einer Mini-Maus. Ich glaube, die muss ich nicht messen. Wir haben ein Keyboard 21 cm auf 8 auf wenig. Und wir haben hier drüben, oh, Kabel verloren. Wir haben Kabel dabei. Und wir haben hier den Desktop. Das Gehäuse hat 20 cm in der Tiefe, hat 19 in der Breite und 8 in der Höhe. Inklusive Monitor sind es dann 25. Der Monitor an sich hat 16 cm Höhe, 17 Tiefe, Breite, dürfte auch so 16 sein, korrekt. Und da stehen wir. Das ist das, was ihr bekommt. Das ist, wie gesagt, ein Desktop-PC, wie wir sie früher alle kannten. Es gibt natürlich dann die Tower. Den habe ich mir auch schon mal besorgt, aber noch nicht gebaut. Das ist dann der Gaming-PC. Das ist natürlich was Aktuelles. Und da schauen wir uns noch an. Heute geht es aber erstmal um den. Ihr wisst ja natürlich, Fantasy habe ich schon einiges gebaut. Natürlich mein Highlight ist Popeye-Boot. Sensationell, großartig. Aber auch das Grammophon habe ich euch ja gezeigt. Und so diese... Wir hatten einige schon am Start. Ja, sehr, sehr viel Freude. Die Kamera natürlich. Ja, eine Baker Street nicht zu vergessen. Und es kommt natürlich noch viel, viel mehr. Ich entdecke ständig großartige Neuigkeiten. Der Trick ist, es sind Weltklasse-Steine, die hier verbaut werden. Größtes Manko sind immer noch die Oberflächen der Fliesen. Da ist Lego immer noch besser. Kobi und Lego setzen da den Maßstab für Fliesen. Was die Steinequalität angeht, was die Angusspunkte angeht, was die Druckqualität und auch die Stabilität angeht, ist das Lego überlegen, das ist keine Frage. Wir haben wunderschöne Prints dabei, allerdings auch Aufkleber an Stellen, die ich euch jetzt selbstverständlich zeige. Und damit steigen wir doch mal ein ins Kleingefuddel, was wir hier haben. Wir haben ein Mauspad dabei. Das finde ich eine witzige kleine Idee. Das ist hier, ist auf dem Kopf. Das ist die Sache, ihr kennt ja alle diesen schönen Bluescreen mit dem unglücklichen Smiley, ihr habt den glücklichen Smiley, mit Fantasy läuft natürlich alles bestens. Wir haben dabei eine Maus, selbstverfreilich eine ganz, oh, es ist sehr weiß, eine klassische Maus, natürlich, und sie hat einen wunderbaren PS2-Anschluss und der ist auch bedruckt, selbstverfreilich. Was ich gerne noch gehabt hätte, dann wäre es aber eine sehr viel größere Maus gewesen, natürlich eine Kugel. Und ich hätte es gerne aufgemacht und da drin Rollen gesehen. Da hätte ich... Es hätte einen schönen Moment für mich gegeben. Das hier ist das Kabel, um den Monitor anzuschließen.
bedruckt, beide Seiten selbstverständlich. Das hier ist Flat Silver und das hier ist bedruckt. Sehr schön, schönes Detail. Und wir haben, jetzt kommt echt ein Ultra-Highlight, das Keyboard, das hier ist auch wieder bedruckt. Und schaut euch mal das Keyboard an. Ja, Freunde, das ist bedruckt. Gleich darauf hinzuweisen, seht ihr hier das QWERTY? Das ist nach rechts verrutscht, vor allem das T. Das ist ein Element, das ist eine Fliese. Und die ist nach rechts verrutscht. Habt ihr das Set auch? Wie ist es bei euch verrutscht? Ist es auch verrutscht? Ist es ein Chargenthema oder habe ich Pech gehabt? Sagt mir das doch mal bitte. Das ist verrutscht. Das Problem ist, wenn man es einmal gesehen hat, kann man nicht mehr weggucken. Alles andere ist Weltklasse bedruckt. Und das sind, ihr seht es auch hier von oben, hier die Käseecken. Das sind einzelne Elemente, die alle bedruckt sind. Auch das hier, das sind immer hier diese coolen die Corner-Tiles. Sehr, sehr schön. Das sind größere Elemente. Das sind nicht alles einmal eins Fliesen, habt keine Angst. Aber das sieht sensationell aus. Wie gesagt, das hier, das. Ich gucke jetzt die ganze Zeit drauf, aber das Keyboard an sich gefällt mir unglaublich gut. Unglaublich gut. Auch hier natürlich die kleinen Käseecken dran, damit das dann hier so ein bisschen... Ich mag's. Ich finde es putzig. Söchen, und dann kommen wir natürlich hier drüben dann zum Desktop. Und wie gesagt, ich startete mit einem 286er. Und ich hatte 20 MB Festplatte drin. Da war was los. Und das, ich habe natürlich hat mir auch alle die Röhrenmonitore, das gehörte sich so. Es war eine gute Zeit. Es war einfach eine gute Zeit. Ist hier oben mit 4 Noppen befestigt, damit es nicht rumrutscht, wenn ihr es bewegt. Aber natürlich könnt ihr das wunderbar separieren. Und wir fangen doch einmal an mit dem Desktop. Alles bedruckt. Bedruckt, 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 bedruckt. Seite. Ich komme auch gleich noch auf die Fliesen zu sprechen. Und hier auch. Die Schrauben, die kennt ihr ja schon. Die hatten wir ja auch bei der Kamera. Bedruckt, bedruckt, bedruckt. Bedruckt, bedruckt, bedruckt. Alles am Start. Und das sind dann die Anschlüsse natürlich für die Maus. Hier oben für den Monitor. Hier kommen die Soundsachen dran. Ihr kennt euch doch aus. Ist doch kein Problem. Und wir kommen drumherum. Von unten, warum auch immer, ist das Ding gelb. Das ist nichts fürs Glasregal oben. Und dann sind wir vorne. Hier, Weglassefunktion. Ihr drückt hier drauf und dann kommt hier eine 3,5 Zoll Diskette raus. Floppy 5¼ hat das Ding nicht. Das ist schon auf 3,5. Hier kommt ein Aufkleber drauf. Und drückt ihr rein und wenn ihr das reindrückt, kommt der Knopf wieder raus. Oben drüber ist ein Knopf, drückt ihr, kommt das CD-Laufwerk raus. Das CD-Laufwerk hat auch eine CD drin und die ist, Moment, Fokus. Da bedruckt. Da seht ihr es, da steht Compact Disc drauf. Bedruckt. Das ist wild. Sie haben es getan. Das ganze Ding ist natürlich ein bisschen klobig. Es wäre ganz cool gewesen, wenn es flacher gewesen wäre. Aber man braucht hier halt die 2-Plate-Höhe. Ansonsten kann man die CD ja nicht bauen. Und damit kommt man halt in Schwierigkeiten. Bis eins flacher wäre cool gewesen, auf jeden Fall. Setzt man wieder rein und damit kommt der Knopf wieder raus. Jetzt kommen wir zu der Sache, dass wir den natürlich öffnen können, weil wir sind hier an den Innereien interessiert. Rechner wurden damals ja natürlich immer kräftig aufgerüstet. Wir haben an allem rumgeschraubt, was ging und Kondensatoren abgebrochen und alles Mögliche gemacht, wie das halt so ist. So, und jetzt komme ich direkt mal zu den Fliesen. Diese Fliesen sind unterschiedlich gelb. Die sind dunkler als das hier. Das hier ist ein bisschen heller als das da. Das ist Lego-Level. Und das finde ich schade, weil Pantasy sonst besser ist. Aber es sind einige von diesen Kollegen hier sind eine andere Charge als der Rest drumherum. Ich meine, ich habe hier die ultimative Operationsbeleuchtung, aber ich glaube, das müsstet ihr zu Hause auch sehen. Im normalen Licht geht's, aber sobald ich die Dinge anmache, sehe ich, dass die 7 und die 2 dunkler sind als die in der Mitte und die 2x6er drumherum. Das sei erwähnt an dieser Stelle. 100 Euro, alles in eine andere Welt, aber trotzdem, ich erwähne es. So, und dann haben wir hier den Kollegen und hier geht die Freude direkt weiter. Wir können modular, um besser ranzukommen, das CD-Laufwerk rausnehmen. Wir haben hier hinten das Netzteil, das kann man auch ganz gut rausnehmen. Damit hat man hier auch nochmal besseren Zugriff. Man kann hier drüben, das zeige ich euch gleich, die Grafikkarte rausnehmen. Und jetzt kann ich euch mal hier, ich zeige euch gleich die Sachen nochmal separat, aber jetzt seht ihr mal kurz, wie sie drin aussieht. Und jetzt seht ihr hier den kleinen Aktstopper und
hier den kleinen Axtstopper. Die nehme ich mal kurz raus, damit ihr wisst, was ich da für einen Schabernack mache. Ich habe sie mal drin gelassen, weißt du? Ihr solltet dabei sein, ihr sollt ja erleben, was ich hier mache. So, gut gemacht. Fast gut, beinahe gut, hauptsächlich schlecht. So. Ist vielleicht nicht schlau, das an einem einzelnen Teil zu nehmen. Jetzt kann man das noch rausnehmen. Und jetzt haben wir hier tatsächlich das leere Gehäuse. Hier sind die Anschlüsse für Maus und Keyboard. Das ist einfach das leere Gehäuse. Da tut es nicht viel. Da drin haben wir das CD-Laufwerk, das ich euch schon gezeigt hatte. Und hier hinten ist das Netzteil, natürlich auch mit dem lustigen Propellerchen dran. Hier hinten das ist eine Glasscheibe, damit da kein Staub reinkommt. Wäre jetzt für die echte Lüftung leicht schlecht, aber hier natürlich sehr sinnvoll, damit das drin auch alles hübsch bleibt. Und dann habt ihr hier das ist auf einer Plate, damit das nicht vollflächig da hinten aufsitzt. Wenn man das so wieder reinsetzt, kann man das halt schön festmachen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es falsch gemacht, hervorragend. Ja, es ist einfach maximal gelungen, was ich hier tue. So, wenn man das dann hier reinsetzt, kann man es halt wieder besser abnehmen, als wenn es auf der gesamten Fläche unten aufliegen würde. Das wäre ein bisschen schlecht. Dann hier die beiden Stopper. Und hier haben wir dann Grafikkarte und Mainboard. Und das ist natürlich super. Und das sind alles Prints. Alles, alles. Hier die ganzen kleinen Fliesen, die ganzen kleinen runden Fliesen sind Prints. Die kleinen 1x1 Fliesen sind Prints. Selbstverständlich die großen 2x4er. Es sind alles Prints. Sieht das grandios aus? Ja, tut's. Ebenso hier. Alles so rum. Alles bedruckt. Alles bedruckt. Und damit nicht genug. Selbstverständlich könnt ihr diese Klammer entfernen und den Kühler abnehmen. Der ist in Metallic Silber. Und drunter habt ihr dann den Fantasy Core. Auf einer Fliese, die nicht perfekt ist, auch wieder. Fantasy Core. Sehr cool. Sieht sehr, sehr gut aus. Macht Spaß. Und das könnt ihr hier einsetzen. Und wenn es dann im System also eingebaut ist, ist es dann fest. Ich finde es cool. Mir macht das richtig Spaß. Und klar, natürlich könnte es alles größer sein. Und dann könnte man natürlich, wir hatten ja damals noch die Soundkarten drin und so weiter. Und das war natürlich eine lustige Geschichte. Aber es ist angedeutet immer mit der Grafikkarte. Ich finde das putzig erstmal als Idee. Für mich auch ausreichend vom Spaß. Sekunde, ich baue das nun gerade wieder rein, damit hier auch alles wieder seine Richtigkeit hat. Ihr seht auch, das ist super leicht zu machen. Überhaupt kein Problem. Und ihr setzt das rein und dann habt ihr wieder euren komplett zusammengebauten PC. Euren Desktop. So, und dann kommt auch das hier wieder ran. Und das ist er. Weglassen. Solche. Einmal zu den Tierchen und dann kommen wir zum Bildschirm. Der Bildschirm Fantasy hatte schon mal einen diesen Computer und hier konnte man dann eine Szenerie rausklappen und hier war ein bisschen Party hinter der Pappe. Ich zeige euch jetzt mal so, es ist wieder alles hier unten bedruckt, auch schön von mir schief aufgesetzt, natürlich nicht schief gedruckt, das sind einfach Fliesen. Fantasy bedruckt, das hier ist bedruckt und das hier ist selbstverständlich auch bedruckt und hier ist der Anschluss für das Kabel auch bedruckt, alles da. Jetzt habt ihr nur, ich habe es euch ja eingangs in der Anleitung schon gezeigt, die Sache, nicht, dass ihr euch erschreckt, ihr wisst ja schon, was vorbereitet ist, aber haltet den Kindern besser die Augen zu. Das ist da drin los. Diese beiden Wände, einmal links, einmal rechts, haben diese bunten Sachen. Und ich weiß nicht, warum. Also ich fand, dieses Sandgrün ist schon Kontrast genug. Wenn man jetzt hart wäre und sagt, das ist ja schwierig, könnte man auch noch Schwarz dazu packen können, was sie ja auch getan haben. Was dann noch blau und rot da drin soll, erschließt sich mir einfach nicht. Es erschließt sich mir nicht. Es ergibt keinen Sinn. Warum? Warum? Schlichtes Warum, bitte. Erklärt es mir. Ich verstehe es nicht. Hilft keinem. Also wenn grün, weiß und schwarz nicht genug Kontrast ist zum Bauen, bau bitte nicht. Bitte lass es. Da lauern garantiert noch andere Gefahren dann. So, was wir machen können, wir können hier oben den Deckel abnehmen. Das sind nur ein paar Noppen links und rechts. Haben wir hier das abgenommen. Und dann seht ihr das hier. Das hier ist, wie ihr es euch schon denken konntet, keine Brick-Konstruktion, sondern hier ist eine Pappe. Die könnt ihr rausziehen und dann habt ihr hier eine DOS-Oberfläche, wenn ihr wollt. Jetzt habt ihr aber noch das hier. Ich habe relativ lange, zu lange eigentlich, um noch stolz drauf zu sein, versucht, das dort zu befestigen.
Und es ist immer wieder rausgekommen. Und es hat nicht geklappt. Und ich habe es nicht verstanden. Und ich habe das gedacht, das ist wie mit der Pappe, dass das hier so ein bisschen eingeklemmt wird. Ich habe gedacht, ich habe mich verbaut. Bis ich dann, wie gesagt, zu spät, um stolz drauf zu sein, gemerkt habe, dass das ein Aufkleber ist. Und dem bringe ich da sicher nicht an. Auch ganz sicher nicht. Es geht aber natürlich um Minesweeper. Ihr kennt alle Minesweeper. Und die Idee hier dran ist, dass man das hier switchen kann. Ja? Das hier kann man rumdrehen. Und dann drückt man hier drauf, das bedruckt und dann dreht sich das um. Ja? Und dann habt ihr quasi das Feld angeklickt und aufgemacht. Das ist die Idee. Ja? Das hier, seht ihr? Und dann dreht der sich da rein. Der sitzt auf dem Zahnradguck, kann auch so machen. Dann klappt das. Das ist eine witzige Idee, das ist nett, klar. Jo, ich hätte lieber drin eine Party gehabt, hier irgendwas. Das hätte ich lustiger gefunden. Und einen Aufkleber brauche ich eh nicht. Die Funktion ist nett und ist auch nett umgesetzt. Alles okay, aber ja. Und das DOS passt auch ein bisschen besser noch in meine Welt. Mit Windows habe ich da bei meinem 286er noch nicht wirklich was gemacht. Das kam erst später. Aber genau, da ist es, ist es dabei. Ich beschwere mich ja nicht über was, was dabei ist, weil ich nicht brauche. Aber trotzdem, ich hätte lieber dafür was anderes hier hinten zum Ausklappen gehabt, weil da drin ist ja sehr viel Platz, haben wir eben festgestellt. Genau, also für mich Ultra-Highlight ist das Keyboard. Hammer. Finde ich einen absoluten Knüller. Und natürlich das Innenleben, was modular ist, mit dem man da Gaudi haben kann, das ist cool. Und das ganze Ding an sich ist einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr stimmig gemacht. Hier oben, wie gesagt, das kann man wieder festsetzen. So, dann passt das und man setzt sein Keyboard dazu, stellt sich es irgendwo hin und findet es hübsch oder freut sich einfach und denkt an die vergangene Zeit. Und für alles hat man direkt bei Pantasy, die verschicken über Amazon direkt bei Pantasy. Ich verlinke es euch, kostet das Ding 100 Euro. Ich finde, das ist akzeptabel als Gesamtleistung. Ganz, ganz sicher an dieser Stelle. So ist es. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Habt nette Menschen um euch und eine schöne Zeit. Bis bald.